Hallo Saiyajin-Freunde und meine Digi-Ritter. Wir starten heute mal den ganz, ganz großen Vergleich. Der Vergleich. Nämlich zwischen den alten Digimon-Karten und den neuen. Denn Digimon ist neu rausgekommen. Und ich dachte mir, bevor ich mir jetzt das Display besorge, versuche zu besorgen, denn auch das ist ziemlich schwierig und es ist auch noch ziemlich teuer, habe ich mir jetzt erstmal ein paar Promo-Packs ergattert, damit wir gucken können, ja, lohnt sich das Ganze? Und auch natürlich vergleichen alt versus neu. Wie sind die Karten jetzt? Wie waren sie früher? Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Promo-Pack. Wie ich erfahren habe, gibt es, hier steht drauf, 5 Typen in total. Also schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr seht natürlich alte Karten, damals noch aus den 90ern. Wer kennt sie von euch noch? Aber ich sehe schon, die sehen ziemlich, ziemlich nice aus. Also eine Karte pro Pack. Hier in einem schönen Foil. Und da sieht man natürlich einen Unterschied zu damals. Also ich habe ein paar meiner Karten rausgesucht. Ihr seht hier natürlich Agumon und der gute Gabumon mit dem Wappen des Mutes und der Freundschaft. Ich muss sagen, ich habe Gabumon und vor allem auch Matt mehr gefeiert als Tai. Und deswegen war ich immer mehr quasi auf der Seite der Freundschaft. So, Nummer. Sehr geil. Grankuvagomon. Sehr coole Karte. Sehr nice. Sehr cool. Letzte Promopack. Wow. Also ich bin jetzt schon begeistert. Oh, und ich glaube, wir haben noch was ganz Schönes. Ich sehe ein bisschen Gold. Was soll man sagen, ne? Wow, Leute. Blitz Greymon. Hammer. Richtig mächtig. Schaut euch dieses Artwork an. Oh mein Gott. Richtig nice. Gold, rot. Sehr geil. Okay, und man sieht natürlich einen deutlichen Vergleich. Damals und heute, damals sehr einfach gehalten, das Digimon in der Digi-Welt mit seinen Attacken. Jetzt das Ganze natürlich etwas aufwendiger gestaltet und eben auch in verschiedenen Foils, wie wir hier sehen. Heftig. Also, im Vergleich natürlich, man muss auch sagen, hier stehen natürlich noch ein paar mehr Infos drauf von Attacken und so weiter. Hier steht noch drauf, was für ein Digimon es überhaupt ist. Es wurde alles ein bisschen modernisiert. Foils richtig cool. Hier sehen wir auch noch mal verschiedene Effekte auf der Karte. Und wenn ich das so sehe, muss ich ja schon sagen, ich will diese Karten zum Grading schicken. Also die sehen echt so geil aus, dass ich absolut die auch einmal bewerten lassen möchte. Ja, alt, quasi Nostalgie, neu, modern und sehr nice. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, soll ich jetzt auch mir noch mal ein Display trotzdem besorgen? Und yes, packt es rein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!